Moin aus Bielefeld. Ich möchte heute einen kleinen Einblick geben in die Nutzbarkeit der CrownStation Pro App. Also wofür kann ich das System einsetzen? Was ist das überhaupt? Was gibt es für Funktionen etc.? Damit man einfach ein bisschen mehr aus seiner Drohne machen kann. Die CrownStation Pro App von DJI ist zu allen oder fast allen normalen DJI-Produkten kompatibel. Also von der Mavic 2 über die Phantom im Hintergrund, der Inspire, der auch hinten steht, etc. sind zig verschiedene Systeme dazu kompatibel. Das heißt, die meisten von den Anwendern können damit dann eben auch arbeiten. Ist kostenlos verfügbar. Was wichtig ist, wenn ich jetzt mit einem Handy oder sowas die CrownStation Pro App runterladen will, die ist aktuell nur für Tablets kompatibel, also iPads wie hier beispielsweise oder normales Samsung-Tablet oder ähnliches. Und deswegen nicht bitte versuchen, mit dem Handy das Ganze runterzuladen. Da werde ich es im Apple Store oder im iStore etc. nicht finden. Das heißt, Tablet-Kompatibilität und dementsprechend einfach im Store danach suchen und dann die App kostenlos runterladen. Es gibt ein paar Funktionen von der CrownStation Pro App, die kostenpflichtig sind. Das werde ich aber gleich im Tieferen nochmal erläutern. Wir starten jetzt die CrownStation Pro App. Er springt sofort in so eine Art Startmenü sozusagen rein. Da sehe ich, mit welchen Drohnen ich geflogen bin, habe eine Flightlog-Funktion etc. Da gehen wir jetzt nicht im Detail drauf ein, sondern wir springen unten mit dem linken Button unten links My Missions in das eigentliche Arbeitsmenü, in dem ich meine Mission verwalten kann, in dem ich neue Missionen erstellen kann oder auch live fliegen kann. Das heißt, was wichtig ist, ich fliege nicht mit der DJI Go App, sondern wichtig ist, die DJI Go App zu schließen, mit der man sonst normalerweise fliegt, sondern man fliegt dann rein mit der CrownStation Pro App und oben sieht man schon eine Leiste, wo dann jetzt natürlich, weil keine Drohne verbunden ist, not connected steht etc. Normalerweise habe ich da während des Fluges dann Anzahl der GPS-Satelliten, Qualität der Funkübertragung, Batteriestatus und ich sehe einfach plump gesagt, wie es der Drohne geht. Rechts daneben oben habe ich drei Punkte. Das ist genauso wie in der DJI Go 4 App, wo ich in so eine Art Hauptmenü und ins Untermenü komme. Da gehen wir jetzt nicht im Detail drauf ein, sondern ganz grob ist es, wenn ich jetzt in der Mitte bei Aircraft Settings gerade bin, ist es genauso aufgebaut wie in der normalen DJI Go 4 App. Das heißt, ich kann eben meine Funkfrequenzen einstellen, meine Fernsteuerung kalibrieren, meine Return-to-Home-Höhe neu einstellen und Kompass kalibrieren etc. Unter Account Settings ist wichtig, wenn ich das erste Mal die App runterlade. Der zweite Punkt, da steht metrische Einheiten oder ja, ist leider nur auf Englisch verfügbar. Dementsprechend werde ich auch viel dann ein bisschen auf Deutsch übersetzen. Aber Measurement Unit, metrische Einheiten, das ist standardmäßig sonst auf Fuß eingestellt. Und weil die wenigsten Interesse daran haben, dann Meter auf Fuß umzurechnen, ist es ein bisschen entspannter, auf metrische Einheiten umzustellen. Oder man stellt, so wie jetzt auf km/h zum Beispiel, dann eben um statt Meter pro Sekunde. Das kann ich da machen. Viel mehr muss ich da erstmal nicht einstellen. Unter App-Settings oben rechts dann habe ich dann noch verschiedene Einstellmöglichkeiten. Was Sinn macht zum Beispiel, ist der vierte Punkt, Always Display WGS84-Koordinate. Also zeigt mir sozusagen während des Fluges die ganze Zeit meine GPS-Position an. Das braucht jetzt nicht jeder, aber es schadet nicht. Das heißt, das kann man auch sonst typischerweise auch aktivieren. Wichtig ist, diese ganzen Einstellungen, die macht man nur, wenn ich mit der Drohne verbunden bin, natürlich speziell die Drohneneinstellungen, sonst würde er die Einstellungen zumindest in vielen Fällen nicht übernehmen. Also Aircraft-Settings und so weiter, logischerweise nur, wenn die Drohne verbunden ist, ansonsten bringt das nichts. Wenn wir gleich eine Mission haben, dann haben wir oben rechts ein jetzt grau hinterlegtes Flugzeugsymbol. Das ist dann das Symbol, wenn wir die Mission ausgewählt haben, um die Mission zu starten. Wenn ich im Flug bin, wie dieses Symbol ändert sich das und wird ein rotes Pausezeichen und damit kann ich die Mission während des Fluges dann pausieren. Unterhalb des Flugzeugsymbols eine Möglichkeit zwischen Nordausrichtung und sozusagen flexibler Kartengeometrie zu wechseln. Links daneben die Möglichkeit, ich mache es einfach mal, zwischen verschiedenen Karten Materialien umzuschalten. Das heißt, ich habe einerseits, ja, ich nenne es mal sowas wie ein Google Street Maps sozusagen, was jetzt ist, macht wenig Sinn, weil da kann ich mich schlecht orientieren. Dann klicke ich nochmal drauf und dann startet da das normale Satellitenbild.
Und noch einmal haben wir das Satellitenbild mit überlagerten Straßennamen etc. Was da wichtig ist, wenn ich eine neue Mission starten möchte, also zum Beispiel für die Rehkitzsuche irgendwo in 5 Kilometer Entfernung hat mir der Landwirt die Fläche geschickt. Ich kann leider keine Standorte suchen, dass ich eine Adresse suche, sondern ich müsste dann, ich mache es einfach mal vor, in diese Ansicht gehen, Empfehlung Satellitenbild mit überlagerten Straßennamen etc. und zoome einfach rüber, wo ich fliegen möchte, finde mich dann, jawohl, habe meine Fläche und kann dann dort arbeiten. Das heißt, ich muss dann eben manuell sozusagen meine zu vermessene Fläche oder meine Projektfläche raussuchen oder ich habe von rechts den dritten Button. Das ist dann ja dieses Zielfernrohr sozusagen. Jetzt ist es nicht funktionsfähig, aber wenn die Drohne verbunden ist, also ich im Feld stehe, dann kann ich da draufklicken und er zentriert sich auf seine aktuelle GPS-Koordinate. Jetzt nicht vorhanden und das ist auch ein Tablet ohne GPS, deswegen wird er da irgendwo im Atlantik landen, das bringt uns nichts. Der 2D, 3D-Button ist aktuell in der normalen Funktion, wie wir sie nutzen für Vermessung etc., hat ja keine Funktion, also bringt uns keinen Mehrwert, ist für zukünftige Erweiterungen etc. gedacht und auch für die Photomap-Funktion, die wir zwischendurch angucken werden. Aber im Normalfall ist dieser 2D-3D-Button oder dieser 2D-Button ist ja für uns nicht relevant. Links daneben in der Mitte dann nochmal, mein Maßstab, damit ich mich grob orientieren kann. Jawohl, das ist jetzt 100 Meter Länge beispielsweise. Und das Wichtigste ist eigentlich, auf der linken Seite haben wir 3 Möglichkeiten: Mission, Material und Map. Mission ist das Wichtigste oder Mission dann natürlich auf Englisch dann. Da habe ich eine Missionsliste. Das heißt, ich habe dann hier nicht viel benannt, aber ich kann das umbenennen nach allen möglichen Inspektionsflug Kunde XY im Januar 2020 und kann dann eben eine Mission, die ich vielleicht vor einem Jahr geflogen habe, nochmal starten und kann in dieser Missionsliste Missionen dann archivieren, neu starten, kopieren etc. Das heißt, ich kann mir irgendeine Mission nehmen, halte mit dem Finger drauf und ziehe das jetzt zur Seite und könnte jetzt die Mission kopieren oder eben löschen. Wo die Kopierfunktion Sinn macht, das gucken wir uns zwischendurch noch an. Also da habe ich die Möglichkeit, Missionen zu ändern. Und dieses Wolkensymbol, das ist sieht man beispielsweise jetzt hier in der Mitte, da ist ein grünes Häkchen dran. Das ist die Möglichkeit auf der Cloud, wenn ich zum Beispiel ein zweites Tablet habe, mit dem gleichen Benutzer-Account, mit dem ich angemeldet bin, also gleichen DJI-Account, könnte ich diese Mission, die ich jetzt von der Fläche erstellt habe, auf meinen DJI-Account hochladen in die Cloud, könnte mit dem zweiten Tablet diese Mission dann sozusagen synchronisieren, damit ich mit dem zweiten Tablet oder der Kollege mit dem zweiten Tablet fliegen kann. Das erstmal grundsätzlich unsere Missionsliste. Unter Material habe ich die Möglichkeit, da sieht man jetzt auch hier ein Beispiel, Karten, wenn ich auf Files gehe, Karten hochzuladen, beziehungsweise was man technisch machen kann, ist, dass ich eine KML-Datei, also zum Beispiel mit Google Earth, könnte ich die Polygonpunkte von einer zu vermessenen Fläche mit Google Earth markieren und dann als KML-Datei, das ist die Standard-Google Earth-Datei, exportieren. Und hierüber hätte ich die Möglichkeit, über ein Browserfenster, was sich dann öffnet, diese Datei hochzuladen über die gleiche IP-Adresse. Muss man 2-3 Mal gemacht haben, ist zumindest wenn man jetzt technisch nicht so versiert ist, erstmal nicht ganz so einfach, aber muss man einfach nur mal gemacht haben. Kann ich diese KML-Datei hochladen von meinen Umrissen meiner zu vermessenen Fläche und dann diese Datei als Mission importieren? Und unter Map ist es ganz ähnlich gestaltet. Da kann ich eben auch Kartenmaterialien etc. synchronisieren und hochladen. Im Normalfall nicht notwendig. Was vielleicht noch interessant ist, damit man es einfach besser einschätzen kann. Dieses Thema Material oder auch Map. Wenn ich zum Beispiel in der Rehkitzsuche unterwegs bin. Wir haben ja sehr viele Kunden, die mit der Mavic beispielsweise, hier unten drunter ist es auch, diese komische orangene Kamera. Es ist keine Wärmebildkamera, die gleiche Einheit nutzen wir eigentlich für unsere Wärmebildtechnik. Das ist eine spezielle Kamera für Inspektionsaufgaben, damit ich eben noch eine weitere Kamera für den Piloten habe zur Orientierung. Und diese normalerweise Wärmebildeinheiten, mit denen kann ich eben meine Mission in Google Earth meine Flächen markieren, meine Flächen auch sehr schön archivieren,
Weil der Nachteil von der Crown Station Pro App ist, ich habe jetzt eine Riesenliste und wenn ich jetzt mehrere hundert Missionen habe von unseren Kunden, die sehr viel damit in der Rickets-Rettung zum Beispiel unterwegs sind, dann habe ich das Problem, dass ich einfach bei mehreren hundert Missionen einfach den Überblick sehr schnell verliere und dann könnte ich meine Missionen auf einen Rechner oder in Google Earth archivieren, das heißt in Ordner die KML-Dateien archivieren und sagen, das ist jetzt Hegering XY, Schlagnummer 23 etc. Und dann kann ich, wenn ich jetzt für diese Woche jetzt die Mission plane für meine Rickets-Rettung, kann ich von meinem Rechner aus meinem Archiv diese Mission über Material-Files hochladen und habe die auf meinem Tablet drauf und habe nur die Mission, die ich für diese Woche für die Einsätze brauche und eben nicht 400 weitere. Also wäre eine Möglichkeit, unter Material eben Karten oder zu vermessene Flächen hochzuladen. Ich kann nur Eckpunkte hochladen, also sozusagen die KML oder Shape-Datei meiner zu vermessene Fläche, aber nicht die Missionsparameter. Das heißt die Flugzeit, nicht die Flugzeit, die Flughöhe, Geschwindigkeit etc. Das stelle ich dann alles ein, wenn ich die Mission importiert habe. Da gibt es aber sehr einfache Möglichkeiten, die ich gleich zeigen werde. Wir arbeiten aber in 99% der Fälle mit dem Reiter Mission, in dem wir jetzt auch gerade drin sind. Bei Ihnen wird jetzt aktuell keine Mission drin sein, weil die App jetzt vielleicht gerade frisch runtergeladen ist. Das heißt, wir gehen unten links auf den großen blauen Plus-Button und können damit neue Missionen erstellen. Wir haben 5 Missionstypen in der Crown Station Pro App zur Verfügung. Das erste wäre die Photomap-Funktion. Das ist eher Schwerpunkt in Richtung THW, Feuerwehr, andere Einsatzkräfte etc. Weil das Spannende ist mit dieser Funktion, die Drohne fliegt mit Senkrechtbildern zum Beispiel eine Fläche ab. Das heißt, fliegt jetzt zum Beispiel vorwärts mit Senkrechtbildern und schießt, vereinfacht gesagt, alle 10 Meter ein Foto. Dann fliegt sie meanderförmig, also zickzackförmig, die zu vermessende Fläche ab. Zum Beispiel ein Hochwasserszenario oder eine andere Großschadenslage. Und diese vielen Senkrechtbilder, diese zum Beispiel 300 Bilder, kann ich dann mit dem Tablet in sehr geringer Auflösung, das ist klar, das Tablet hat ja keine große Rechenleistung etc., aber das Tablet setzt diese Bilder dann zu einem Bildmosaik, das nennt sich dann Orthofoto, zusammen. Also wie so eine Art Google Earth Bild, was ich in nahezu Echtzeit von einer Schadensfläche oder einer Großschadenslage erstellen kann. Die Photomap-Funktion ist, nachdem ich 2-3 Testversionen hatte, kostenpflichtig. Das heißt, die muss ich dann bezahlen. Aber eben hochinteressantes Thema, um vor Ort live Karten zu erstellen. Für die Vermesser etc. kann ich das nicht anwenden, weil da die Auflösung und die Genauigkeit einfach überhaupt nicht ausreichend ist. Aber für einfachste Foto- und Bildmosaik-Anwendungen auf jeden Fall eine Variante. Also Photomap. Senkrechtbilder typischerweise werden erstellt von einer Fläche und er rechnet daraus dann ein Bildmosaik. Virtual Fence, ein virtueller Zaun. Damit kann ich eine Fläche, beispielsweise mein Betriebsgelände, festlegen, die Eckpunkte meines Betriebsgeländes und kann dann sagen, flieg bis maximal, was auch immer, 60 Meter Höhe, weil mehr möchte ich jetzt nicht oder darf ich nicht und flieg bitte nicht in Richtung Nachbarn, weil da habe ich vielleicht eine Bundesstraße oder ähnliches, darf da nicht drüber fliegen. Dann könnte ich diesen virtuellen Zaun festlegen und habe dann mein Betriebsgelände als Übungsfläche markiert. Und die Drohne würde, wenn ich versuche, aus diesem Bereich rauszufliegen, in der Höhe oder in der Weite, würde sie gegen eine Wand fliegen. Das heißt, die Mavic oder so bleibt dann einfach stehen. Also zum Üben Virtual Fence Möglichkeit. 3D Map Area ist das, was so die Nutzer von der Crown Station Pro App locker zu 70-80% nutzen. Das ist auch das, was ich gleich am meisten erklären werde. Das ist das gleiche wie Photomap eigentlich. Also ich markiere eine Fläche und er scannt zickzackförmig, meanderförmig diese Fläche ab, um daraus zum Beispiel ein 3D-Modell zu erstellen. Ich kann zum Beispiel Volumina im Bereich Kiesgrubenvermessung für eben Hochbau, Tiefbau etc. kann ich Volumen bestimmen mit spezieller Vermessungssoftware oder ich könnte in der Rickets-Suche oder im Bereich Solarmodule könnte ich eine Fläche abfliegen, um eben Objekte, solche Rickets oder auch Personensuche zu finden. Und das mache ich mit 3D-Map-Area. Das Thema Vermessung, also um daraus ein vermessungstechnisches Bild zu erstellen und auch wirklich genau Volumen und so weiter zu bestimmen, das mache ich nicht mit der App, sondern die App ist rein für die Flugplanung und Flugdurchführung. Die nachgelagerte Vermessung,
Das mache ich mit weiteren Softwareprodukten, Agisoft, Hotgenrod, Foto Aufmaß, Pix4D etc. Dafür haben wir dann spezielle Schulungen, um in diese Softwareprodukte eben reinzuschauen und einzusteigen. Die 3D-Map-Area gucken wir uns gleich an. 3D-Map, Point of Interest oder POI, ist, wie das Icon so ein bisschen zeigt, um 3D-Modelle von Gebäuden, Häusern etc. zu erstellen. Aber, das ist ein bisschen irreführend, ich kann schlecht oder nur sehr eingeschränkt Fassaden mosaikieren. Normalerweise würde ich ja als Sachverständiger zum Beispiel, habe ich hier eine Fassade und die Drohne soll dann eben meanderförmig vertikal die Fassade abfliegen und nicht wie bei der Feldbefliegung zickzackförmig übers Feld fliegen. Normalerweise, standardmäßig, kann ich mit der 3D-Map Point of Interest aber nur einen Radius festlegen und einen Durchmesser vom Objekt, typischerweise für Schornsteininspektion. Ich habe jetzt hier einen Schornstein und ich sage, der hat 15 Meter Durchmesser und 80 Meter Höhe und dann würde die Drohne sozusagen senkrecht hochfliegen, alle 5 Meter ein Foto schießen, damit ich genug Bildüberlappung habe und dann versetzen, wieder runtergehen und dann sozusagen zickzackförmig diese zylindrische Oberfläche abfliegen. Das ist die Funktion von 3D-Map Point of Interest, ist auch nach ein paar Testläufen kostenpflichtig, gibt es verschiedene Modelle, einfach mal online angucken. Also das in Richtung Schornsteininspektion etc. kann ich solche Themen verwenden. Ganz rechts, Wegpunktroute, das sind Einzelwegpunkte, ist interessant in Richtung Filmproduktion auf der einen Seite, um zum Beispiel einen wiederkehrenden Filmflug durch eine, ja nicht durch eine Halle, aber durch einen Gewerbepark zu machen und das möchte ich genau timen mit den LKWs, die reinfahren und den Gabelstaplern etc., um das reproduzierbar zigmal hintereinander abzufliegen, diese Sequenz, ist das besser, das zu automatisieren. Das kann ich mit der Wegpunktroute machen und ansonsten ist die Funktion sinnvoll für Vorher-Nachher-Bilder oder sowas wie Baudokumentation. Ich soll jetzt alle 2 Wochen, soll ich eine Baustelle, die ein halbes Jahr lang geht, soll ich da die Punkte abfliegen und möglichst genau die gleichen Fotos, damit ich so eine Art Zeitrafferaufnahme von einer Baustelle erstellen kann. Das kann ich mit Wegpunktroute hervorragend machen. Wir starten es aber mit der Funktion 3D-Map-Area. Weil wir wollen jetzt eine Rickets-Suche oder eine Vermessungsflug oder ähnliches machen. Wir gehen jetzt in die Mitte auf 3D-Map-Area und haben dann, wenn wir draufgeklickt haben, 2 Planungsmöglichkeiten. Tab oder Aircraft. Tab bedeutet, ich markiere meine zu vermessene Fläche, also Eckpunkte meines Polygons, übers Tablet, also übers Satellitenbild. Aircraft wäre so eine Art, ich nenne es mal Offline-Funktion, wenn ich mitten im Feld stehe und jetzt nehmen wir wieder das Beispiel, weil da haben wir viele Kunden in dem Kontext, das Thema Rickets suche. So wie es kommen muss, ich stehe dann im Feld und stehe eigentlich vor dem Schlag, wo der Landwirt gesagt hat, das soll aber jetzt heute gemäht werden und stehe da und dann kommt der Landwirt vorbei, sorry, ich habe euch gestern leider die falsche Fläche rausgegeben, wir müssen nochmal 500 Meter in die andere Richtung. Da bin ich komplett offline im Feld, habe vielleicht keine Internetverbindung, um das Satellitenbild von der anderen Fläche zu laden. Und dann wüsste ich ja nicht, wie er die Fläche abfliegen soll. Ich möchte das möglichst automatisch machen. Dann könnte ich über Aircraft mit der Drohne, ich stehe jetzt live vor Ort bei dem neuen Feld, die Eckpunkte meiner zu vermessenen Fläche abfliegen. Und das sind dann die Punkte, zwischen denen er danach, mit den Einstellungen, die ich dann machen werde, zwischen denen er dann scannen wird. Also eine Möglichkeit, ohne Satellitenbild oder ähnliches, mal eben schnell die Eckpunkte einzumessen, indem ich das Feld einmal umrunde. Das ist die Funktion Aircraft. Normalerweise wird man aber, um sich auch Flugzeit und so weiter zu sparen, die Funktion Tab nutzen. Das heißt, da gehen wir auch jetzt rein. Ich möchte übers Tablet die Eckpunkte meiner Fläche planen. Wir würden jetzt dahin zoomen auf die entsprechende Fläche, an der wir fliegen wollen. Also beispielsweise jetzt hier in der Mitte. Und klicken in die Mitte rein und er zieht uns ein Quadrat auf diese Fläche drauf. Diese weißen Eckpunkte, die zieht man dann über oder auf die Eckpunkte der zu vermessenen Fläche, wie zu sehen. Und gehen wir mal grob auf die Ecken drauf. Und jetzt sehen wir, dass die 4 Punkte für unser Vieleck, in dem Fall das Feld, nicht ausreichend sind. Und jetzt können wir über die Plusanzeige, wo dann die Entfernung steht, also zum Beispiel rechts 279 Meter, können wir jetzt das Polygon beliebig komplex machen, indem wir an dem Plus ziehen. Das machen wir einmal.
und haben unsere zu vermessende Fläche markiert. Es kann auch etwas größer sein als die eigentliche Fläche, dann ist man da auf Nummer sicher. Und jetzt haben wir unsere 7,25 Hektar an Flugfläche. Oben steht auf der rechten Seite jetzt Mission 88. Das heißt, wir können da auf das kleine Bleistiftsymbol gehen und diese Mission umbenennen nach Testmission. Und haben jetzt unsere entsprechende Mission einmal umbenannt. Und darunter haben wir die Anzahl der Wegpunkte, Flugstreifen, Länge etc. Und können dort, wenn wir zum Beispiel bei den 7,25 Hektar draufklicken und dann zur Seite ziehen, können wir nach rechts ziehen und dort zum Beispiel unsere Flugzeit sehen, die er jetzt für die Fläche brauchen würde, anhand der Parameter, die wir gleich noch einstellen werden. Also jetzt zum Beispiel die knapp 10 Minuten. Wenn man jetzt ein Objekt im Feld hat, also eine Hochspannungsmast oder ein Mobilfunksender oder ähnliches, könnte ich dieses Objekt aussparen. Wir sind jetzt in dem Polygon auf der linken Seite, wo 359 Meter steht, ziehen das einfach in die Mitte rein. Da ist es gedanklich in der Mitte ein Mobilfunkmast und können dann damit immer über das Plus ein beliebig komplexes Polygon machen und damit ist es nur grob, unseren Mobilfunksender in der Mitte aussparen und er würde trotzdem drumherum die ganzen Flächen abfliegen, um da eben beispielsweise Rehkitz oder ähnliches zu finden. Also ich kann Flächen aussparen und der Punkt, der jetzt blau markiert ist, den kann ich unten rechts über das Mülleimer-Symbol rauslöschen, damit ich dann eben wieder weniger Punkte dann habe und wieder zu meinem normalen Polygon jetzt erstmal wieder zurückkomme. Wir sehen jetzt in der Mitte von dem rechten Einstellmenü Basic und Advanced. Basic ist es schwarz hinterlegt. Das heißt, da machen wir unsere Grundeinstellungen, also welche Kamera habe ich und so weiter, wie soll er die Fotos schießen, die Flughöhe, wird dort alles eingestellt. Und unter Advanced, das kommt später, haben wir dann unsere Bildüberlappung, die wir zum Beispiel dort einstellen können. Unter Basic haben wir jetzt als ersten Punkt Kameramodell. Da ist jetzt schon eine Wärmebildkamera ausgewählt, also FLIR, Buzzen, 50 Grad, eine unserer Wärmebildlösungen für die Mavic, die einfach drunter geklipst werden. Und da klicken wir mal rein und sehen dann eben die verschiedensten Kameras, Phantom 4, Inspire und alles Mögliche an Drohnen, weil jede Drohne hat ja eine andere Kamera und damit einen anderen Öffnungswinkel. Das heißt, die Überlappung der Bilder wird anhand der Kamera und des Öffnungswinkels berechnet. Und wichtig ist, wenn ich dann nicht die Standardkamera von der Mavic zum Beispiel einsetze, sondern eine Spezialkamera wie zum Beispiel unsere Wärmebildlösung, dann muss ich der Drohne ja oder der App sagen, dass ich diese Kamera jetzt einsetzen möchte. Und dafür scrolle ich unter Kameramodell ganz nach unten und habe dann einen Button, da steht New Custom Kamera. Also eine eigene Kamera kann ich dort anlegen. Und da würde ich draufklicken und die Kameraparameter, die in der Anleitung bei der Wärmebildlösung beiliegen von uns, einstellen, welche Auflösung etc. Und dann klicke ich unten auf Add Camera und da würde diese Kamera hinzufügen. Und dann habe ich da ganz unten immer eine Liste von den in dem Fall jetzt verschiedenen Wärmebildkameras, die wir zum Beispiel haben. Und wähle dann meine entsprechende Kamera aus, die ist jetzt mit dem blauen Pfeil unten zu sehen. Wähle die Kamera aus und er wird für die Kamera die Überlappung entsprechend einstellen. Unterhalb des Kamerasmodells habe ich den Shooting Angle, das heißt, wie er sozusagen die Fotos schießen soll. Was wichtig ist, wenn ich jetzt auswähle zwischen den verschiedenen Einstellmöglichkeiten, parallel to Main Path, das heißt, er schießt im Querformat die Fotos, fliegt aber rückwärts zurück, perpendicular, er guckt 90 Grad auf meine Solaranlagen oder Course Aligned, er fliegt vorwärts, schwenkt und guckt dann mit der Nase zu mir. Ist wichtig, wenn ich die Wärmebildkamera anwende, wenn die Kamera zum Beispiel auf 80 Grad Winkel ist, um in einer gewissen Vorwärtsgeschwindigkeit dann 90 Grad runter zu gucken, sollte ich ja die Funktion, die jetzt ausgewählt ist, nämlich Course Aligned auswählen, weil sonst würde er, wenn er es rückwärts fliegen würde, eben die Kamera nach vorne schwenken, was uns nicht viel bringt, wenn wir ein Objekt senkrecht unter uns sehen wollen. Und vor allem ist auch viel einfacher, sich zu orientieren, wenn ich vorwärts die Flächen abfliege, als wenn ich dann auch teilweise rückwärts fliege. Das ist dann auch ein bisschen
gewöhnungsbedürftig. Also Coarse Aligned wird man für Wärmebildanwendungen mit den Mavics und so weiter verwenden. Parallel to Main Path wäre die Empfehlung, um mit nachgelagerter Vermessungssoftware zu arbeiten. Damit kamen die meisten Softwareprodukte besser klar. Und Perpendicular typischerweise für Solaranlageninspektionen. Was wir dann haben, ist Capture Mode. Capture Mode habe ich mehrere Möglichkeiten. Eine relativ wichtige Funktion, zumindest auch wenn ich im Bereich Wärmebild etc. unterwegs bin. Ich kann einstellen Hover und Capture at Point. Das heißt, wir haben ja vorher ihm gesagt, dass er 20 oder 30 Meter fliegen soll und dann wieder ein Foto schießen soll. Dann wird er alle 20 Meter stehen bleiben und ein Foto schießen, damit ich, wenn ich schlechtes Licht habe, keine Bewegungsunschärfe bekomme. Das hat natürlich einen großen Einfluss auf meine Flugzeit. Wenn ich zum Beispiel jetzt einstelle, schieß bitte der mittlere Punkt über eine Distanz, Entschuldigung, über ein Zeitintervall, also Timeintervall, deine Fotos, das heißt, flieg vorwärts und schieß alle 5 Sekunden zum Beispiel ein Foto oder ganz unten Distanzintervall, schieß alle 20 Meter ein Foto, bleib aber nicht stehen, sondern flieg in einem durch, habe ich bei schlechtem Licht das Risiko, wenn ich als Vermesser unterwegs bin, von einer Bewegungsunschärfe. Hover und Capture at Point haben wir jetzt zum Beispiel jetzt in Einstellungen, die wir jetzt gerade alle vorgenommen haben, mit den anderen Kameras etc., haben wir jetzt eine Flugzeit von 5 Minuten 57. Wenn ich jetzt einstelle Capture at Equal Distance Interval, das heißt schieß alle 27 Meter ein Foto, haben wir noch 3 Minuten, also natürlich großer Unterschied. Der große Nachteil ist, wenn ich jetzt in der Mitte von dem Streifen bin und ich sehe jetzt irgendein Objekt, ein Rehkitz zum Beispiel, dann kann ich während des Fluges auf Pause gehen. Der Button, der jetzt oben blau ist, oben rechts, der wird dann zum roten Pause-Button, gehe auf Pause und sage, bleib da bitte stehen, warte auf einen neuen Befehl und könnte dann niedriger gehen, gucken, was ist es denn? Ist es ein Rehkitz oder ist es ein Feldhase oder was auch immer? Oder könnte in der normalen technischen Inspektion noch Schrägaufnahmen etc. machen, von Hand noch ein paar Fotos schießen, gehe dann wieder auf Pause und dann fliegt er wieder hoch und scannt weiter. Aber mit der CrownStation Pro App ist es so, bei Hover und Capture at Point, wenn ich den obersten Wert auswähle, würde er zu seinem letzten Fotopunkt, zum Beispiel 20 Meter rückwärts fliegen und dann ab dann weiter scannen, was erstmal passt. Aber er bleibt auch jedes Mal stehen und es ist etwas mehr Flugzeit. Das ist der Nachteil. Wenn ich aber auswähle, schieß bitte, flieg in einem durch, bleib nicht stehen, schieß alle 27 Meter ein Foto, dann würde er, wenn ich jetzt genau in der Mitte von meinem Feld, was wir markiert haben, Pause mache und ein Objekt suche, zurück zum Anfang des Streifens fliegen. Also jetzt zum Beispiel da, wo ich jetzt ranzoome, ganz unten am Feldweg, weil das ja sein letzter Wegpunkt war. Und dann wird er im Zweifelsfall 200 Meter zurückfliegen oder so, was halt dann auch eine Minute Flugzeit oder ähnliches kostet. Also Empfehlung ist, Hover und Capture at Point, das heißt, bleib alle 30 Meter einfach stehen und wir würden die Einstellung, die wir gleich sehen, so einstellen, dass er wirklich nur alle 30 Meter stehen bleibt, nicht alle 5 Meter, damit ich eben einen effizienten Kompromiss finde. Darunter Inside Mode und Scan Mode, der Flight Course Mode, das bedeutet Inside Mode, dass er immer die grünen Linien, also das Polygon oder den meanderförmigen Flug innerhalb der blauen Fläche gestalten würde. Und Scan-Mode könnte bedeuten, bei einer großen Drohne, dass er auch außerhalb der Fläche fliegen kann, wenn er eine Kurve fliegen muss. Bei unseren kleinen Drohnen ist das wurscht. Da stellen wir immer Inside-Mode ein. Unterhalb von Inside-Mode haben wir die Möglichkeit, die Fluggeschwindigkeit einzustellen. Wir haben jetzt gerade 6 Minuten Flugzeit gehabt, weil wir die Geschwindigkeit sehr hoch hatten bei 55 km/h. Das macht keinen Sinn. Für einen Anfänger, sag ich mal, um entspannter reinzukommen, ja, würde ich irgendwas so um die 15 km/h empfehlen und schon sind wir wieder bei 14 Minuten ungefähr. Natürlich einen großen Einfluss auf meine Flugzeit, aber nicht zu schnell, weil er muss eh alle 30 Meter bremsen, das heißt, so viel bringt es nicht. Ist auch nicht gut für die Flugzeit, weil es einfach, wenn er so schnell immer beschleunigt, geht das auch auf die Akkulaufzeit. Also ein Kompromiss finden, so 14 oder 15 bis 20 km/h ist ein guter Kompromiss. Aber da gerne eigene Erfahrungen sammeln. Die Höhe, also Height, 50 Meter jetzt eingestellt, hat natürlich einen sehr großen Einfluss, wenn ich jetzt Vermessung oder ähnliches mache, auf mein Messergebnis. Ich stelle jetzt einfach mal diesen Wert ein bisschen höher und wir sehen, wenn wir jetzt zum Beispiel in knapp 100 Meter Höhe fliegen würden, brauchen wir nur noch 7,5 Minuten für die 6,7 Hektar, die wir an Fläche hatten. Und neben der Höhe sehe ich in Grau Resolution, also die Auflösung, mit der verbauten Kamera,
bei der Wärmebildkamera haben wir die entsprechenden Parameter ja vorher eingestellt. Das heißt, die, mit der 640er Wärmebildkamera habe ich eine Auflösung von knapp 14 cm pro Pixel in 100 Meter Höhe. Das heißt, ein Pixel ist halt ja, 14 cm groß. Empfehlung ist, ist wirklich Faustformel, wenn ich ein Objekt habe, ein Rekit zum Beispiel, dass ein Pixel oder das Objekt in mindestens 3 bis 4 Pixeln zu sehen ist. Das heißt 14 mal 3 und dann ja, kommen wir logischerweise auf 45 cm. Sagen wir mal sehr vereinfacht, ungefähr die Größe passt ja halbwegs von unserem Rekit. Natürlich je nachdem, wie groß es jetzt gerade ist, 30, 40 cm. Und das heißt, wir haben 2 bis 3 Pixel, bei größeren Objekten auch mehr, mit denen wir das Bild sehen können. Wenn ich nur ein Pixel hätte, wäre das viel zu hohes Risiko, dass ich das Objekt übersehe. Trotzdem wird man mit der 640er Kamera zur Sicherheit so in Richtung 70, 80 Meter, machen wir mal 75 Meter Höhe fliegen. Da habe ich jetzt 10 cm Bodenauflösung, also Pixelauflösung. Das ist ein ziemlich guter Wert. Da sehe ich jede größere Maus da unten. Das funktioniert wirklich sehr gut. Also meine Flughöhe natürlich großen Einfluss auf mein Ergebnis und auch auf meine Flugzeit. Jetzt sind wir mit den aktuellen Parametern bei 8,5 Minuten Flugzeit. Das ist entspannt für die 7 Hektar und damit können wir arbeiten. Mit diesem Joystick, den ich unten habe, kann ich auf die blauen Punkte meines Polygons klicken und mit dem Joystick, die, man sieht es hier nicht so schön, aber diese Punkte verändern, also Feinjustage machen. Ist für unsere Anwendung im Normalfall nicht kritisch, weil wir eh so viel Bildüberlappung haben. Da ist es technisch gesehen vollkommen wurscht, ob ich jetzt einen Meter weiter rechts, einen Meter weiter links bin. Ich könnte auch, oder Latitude und Longitude, was daneben steht, meine WGS84-Eckkoordinaten von meiner Polygonfläche dort von Hand einsetzen. Ist aber meistens ja auch nicht notwendig. Neben dem Papierkorb-Symbol habe ich die Möglichkeit, den Startplatz des Fluggerätes zu aktualisieren. Er aktualisiert das normalerweise aber auch automatisch darauf, wo ich dann starte, dass er dort in der Nähe auch die Mission anfängt und nicht erst 200 Meter in die eine Richtung fliegt. Aber da immer drauf achten, man sieht es oben in der Karte, dass er da dieses grüne S hat. Das ist jetzt aktuell so offline seine mögliche Startposition. Wir gucken uns jetzt die Advanced-Einstellungen an. Also neben dem Basic-Button haben wir die Möglichkeit, auf Advanced zu gehen. Und da habe ich einen Front-Overlap, also eine Überlappung nach vorne. Wenn ich jetzt vorwärts fliege, würde er jetzt in der aktuellen Einstellung, weil das so die typischen Rekits-Einstellungen sind, nur 10% würden sich die Bilder überlappen. Für die Vermessung würde man eigentlich, ich ändere jetzt die Parameter, mindestens 80% oder sowas wählen und schon haben wir deutlich mehr Fotos und deutlich mehr Flugzeit natürlich und er wird jetzt, darüber sieht man es dann, F 9,3 Meter, alle 9,5 Meter ein Foto schießen. Wir wollen aber nicht, dass er alle 10 Meter stehen bleibt, weil das nervt ja ein bisschen bei der Arbeitsweise, dann bleibt er immer stehen und das ist nicht schön. Zumindest im Bereich Rekitsuche wollen wir es nicht und da gehen wir dann runter, wirklich aufs Minimum. Jetzt in den 70 Meter Höhe oder was wir es hatten, wird dann alle 40 Meter ein Foto schießen. Das passt schon, wir brauchen 8,5 Minuten. Seitliche Überlappung 30%, wenn er jetzt die Streifen macht, dass diese zwei Streifen sich in der Mitte um 30% überlappen. Sollte man nicht groß reduzieren, auch wenn man in einer Personensuche oder ähnlichem ist, weil bei starkem Wind oder so kann ja auch meine Kamera etwas schräg hängen etc. Und auch in den Randbereichen kann ich auch durch Kameraunschärfe etc. im Zweifelsfall irgendwas übersehen, wenn ich Pech habe. Das heißt, 30-40% sollte man schon machen aus unserer Sicht und der Vermesser wird eher in Richtung 70-80-90% gehen. Darunter Course Angle, kann man einfach live ausprobieren. Plump gesagt, einfach ja, der Winkel der Mission und das würde ich dann, in dem Fall würde man es so wählen wie jetzt, damit eben meine Läufer sozusagen im Feld, um jetzt das Tier zum Beispiel rauszuholen, nicht da 300 Meter laufen müssen und auch rechtlich müssen wir die Drohne im Sichtbereich betreiben. Das heißt, man sollte auch nicht zu weit rausfliegen und dann wird man eher jetzt quer das Ganze abfliegen, damit ich im Zweifelsfall relativ schnell von den umliegenden Feldwegen reinlaufen kann und nicht da erstmal 5 Minuten die Leute sich durchs Feld kämpfen müssen. Margin, ich zoome mal ein bisschen ran, ist ein Sicherheitsabstand zum Rand. Da könnte ich sagen, bitte halte 14 Meter Abstand zum Rand, weil ich soll nicht so nah zum Nachbarn fliegen oder ähnlichem.
und Gimbal Pitch Angle, der Schwenkwinkel der Originalkamera, minus 90 Grad natürlich das Senkrechtbild, das Orthofoto. Und wenn ich jetzt Schrägaufnahmen machen will, kann ich das auch einstellen für Solaranlagen, zum Beispiel sage ich halt eben 60 Grad oder 40 Grad, was auch immer. Und wenn er fertig ist, Endmission Action, er ist mit der Mission fertig und dann kann ich ihm sagen, entweder Hover, das heißt, warte da hinten beim letzten Punkt auf deinen neuen Befehl, ich kann ihm eine neue Mission zum Beispiel übertragen, oder Return to Home, komm nach Hause zurück und mach dort dann senkrecht die Notlandung oder die automatische Landung, die er auch bei niedrigem Akkustand etc. machen würde, am Startpunkt. Oder Land, das möglichst nicht machen. Dann würde er am letzten Wegpunkt irgendwo mitten auf dem Feld senkrecht runtergehen. Das ist dann eher ein bisschen kontraproduktiv. Empfehlung ist erstmal für den Anfang Hover. Dann warte man einfach da hinten. Kann immer noch eine Fernsteuerung Return to Home von Hand auslösen. Jetzt haben wir unsere Mission erstellt. Jetzt wäre es sinnvoll, auch die Mission zu speichern. Und das machen wir links oben. Einerseits haben wir das Pfeilchen nach links. Damit könnten wir zurück in unser Hauptmenü sozusagen kommen, aber wir wollen ja die Mission speichern. Das machen wir mit dem Speicherkartensymbol direkt unterhalb des Pfeils auf der linken Seite. Dann hat er eine Mission abgespeichert, als Testmission 11, wie wir es jetzt geschrieben haben. Und das Spannende ist, der Button auf der rechts neben diesem Speichersymbol, das Speichersymbol mit dem Zahnrädchen. Wenn ich da draufklicke, kann ich die aktuellen Einstellungen als Grundeinstellung speichern. Das heißt, wenn ich die nächste Fläche markiere, würde die ganzen Einstellungen übernehmen. Meine Überlappung, meine Flughöhe, meine Geschwindigkeit, meine Kameraparameter etc. Und ich muss eigentlich nur noch meine Eckpunkte meiner Fläche markieren, Fläche umbenennen und abgespeichert. Also mit ein bisschen Übung hat man nach 10, 20 Sekunden eine neue Fläche gespeichert. Das ist super effizient, super einfach, das Ganze anzuwenden. Dann können wir zurückgehen in unser normales Hauptmenü, haben unsere Testmission und können entweder die Mission sofort fliegen, also gehen jetzt unten auf dem blauen Button auf Fly. Jetzt überprüft er die ganzen technischen Parameter. GPS-Empfang ist da, ob ich GPS-Empfang habe, ob meine Speicherkarte noch voll ist, ob die Mission aus Versehen zu weit weg ist, dass ich die Mission von gestern übertragen habe, aus 50 Kilometer Entfernung, überträgt die Wegpunkte, das dauert so ein paar Sekunden. Und wenn alles gut ist, keine Fehlermeldung ist, klicke ich unten rechts, der Button wird dann blau, auf Start to Fly. Und wichtig ist, er wird sofort am Boden auch die Motoren starten und mit Vollgas senkrecht hoch auf Einsatzhöhe, 70 Meter Höhe, rübergehen und die Fläche abscannen. Das heißt, da Empfehlung ist, manuell starten, auf 2-3 Meter Höhe gehen, dann erst die Mission übertragen, auf Start to Fly gehen, um vorher zu überprüfen, dass alles gut ist. Nicht, dass er mit Vollgas startet und irgendwie irgendwas schlecht läuft, die Drohne instabil ist oder was auch immer, sondern lieber manuell starten, alles überprüfen und dann erst die Mission übertragen, ist zumindest sicherer, speziell für die ersten Flüge. Ja, das, was wir uns noch kurz angucken wollen, ist neben der Vermessungsmission, Rekits-Mission von eben, wie ich denn jetzt diese Einzelwegpunktnavigation machen kann. Dafür gehen wir zurück in das Hauptmenü, auf den blauen Plus-Button unten links und gehen auf Wegpunktroute und haben da die Möglichkeit, über Tab oder Aircraft Record All die Einzelwegpunkte einzustellen. Tab, genauso wie eben auch, ich kann reinklicken in mein Tablet, macht meistens wenig Sinn, für diese Anwendung zumindest, sondern wir würden da Aircraft Record All machen, weil wir wollen ja hochfliegen und sagen, das ist eine tolle Perspektive, bitte merkt ihr die Perspektive, um wiederkehrend für eine Zeitrafferaufnahme, eine Baudokumentation etc. diese Perspektiven abzufliegen. Und dann gehen wir auf Aircraft Record All drauf und jetzt können wir es schlecht zeigen, weil es offline ist, aber wir haben ganz unten rechts, wenn man darauf achtet, so ein schwarzes kleines Symbol. Da klicken wir drauf, klicken nochmal drauf. Und jetzt hätten wir eigentlich in der Mitte, was alles schwarz ist, unser Live-Bild der Kamera. Fliegen hoch und sagen, das ist super Perspektive. Gehen auf der rechten Seite in die Mitte, ist ein weißer Button, der heißt Set. Klicken auf Set und dann speichert er sich damit seine gewünschte Perspektive. Das machen wir 10 Mal, wie oft auch immer, suchen unsere Perspektiven raus und gehen dann auf Finish über dem Button-Set und können dann diese Mission abspeichern und dann weiter editieren. Ich werde es jetzt einfach mal anhand von einer ähnlichen Mission mal zeigen, wie das dann fertig aussieht. Das heißt,
Wir gehen mal einfach auf irgendeine Mission. Genau, haben hier jetzt eine Baudokumentationsmission jetzt in Grau ausgewählt, gehen unten auf Editieren und haben jetzt eine Vielzahl von Punkten. Diese Punkte wurden während des Fluges eingemessen, so sieht es dann in der Karte später aus. Und dann habe ich auf der rechten Seite wieder meine Einstellmöglichkeiten, auch wieder Geschwindigkeit etc. kann ich alles einstellen. Und wir gehen aber da auf den Button Each Point. Also wir haben in Grau oder Schwarz hinterlegt All Points und wir gehen auf Each Point. Damit kann ich Einstellungen für jeden einzelnen Punkt anpassen. Und klicken jetzt auf irgendeinen Punkt drauf. Und was spannend ist, ist, wir haben unten eine Möglichkeit, fast ganz unten, Wegpunkt Action festzulegen, wo jetzt steht, eine Aktion. Klicken wir drauf, da steht jetzt Start Recording. Das heißt, er würde jetzt eine Videosequenz dort starten. Das war nämlich ein Flug, wo zig Fotos gemacht wurden und zum Ende hin noch eine Videosequenz einmal ums Gebäude geflogen wurde. Und da kann ich auf Add Wegpunkt Action gehen und sagen, Hover, bleib für x Sekunden stehen, das kann ich mir einstellen und dann möchte ich Photo Capture, also ein Foto schießen. Und Start Recording brauche ich nicht, da gehe ich auf Delete, also ziehe das rüber und lösche das raus. Und jetzt hätte er für diese Mission oder ja, für diesen Wegpunkt wird er jetzt 5 Sekunden stehen bleiben und ein Foto schießen. Jetzt bin ich aber wirklich zu faul, um das für die weiteren 20 Wegpunkte zu übertragen oder manuell dann zu machen. Das ist ein bisschen zu aufwendig. Dafür gibt es den Button, den blauen, darunter, Propagate Actions. Propagate Actions eben, dass er diese Einstellung jetzt für andere Wegpunkte übernimmt. Da klicke ich einfach mal drauf und kann sagen, kopiere bitte diese Einstellung für all others, also alle weiteren Wegpunkte, ansonsten point behinds, für die Wegpunkte hinter dir, also die rückwärts liegen vom Flug her, oder point ahead, die Wegpunkte, die vor dir liegen. Wir machen für all others und jetzt hätte er diese Einstellung für alle weiteren 20 Punkte übernommen und wird überall ein Foto schießen. Das ist die Idee von der Baudokumentation. Ich kann das auch hervorragend nutzen, zum Beispiel für Wildschäden. Ich fliege hoch, direkt wenn ich schon Anzeichen von ersten Schwarzwildschäden oder ähnlichem habe, fliege ich hoch und sage, merk dir bitte diese Perspektive, da habe ich schön meine Hauptfläche am Waldrand drauf. Und dann kann ich einen Monat später oder eine Woche später genau die gleiche Perspektive nochmal schießen und sehe, wie stark sich zum Beispiel ein Wildschaden oder etwas anderes verändert hat. Wird genauso genutzt im Bereich Bauaufnahmen, das heißt, ich fliege an der Brücke zum Beispiel hoch, möchte schauen, der Riss von 2016, bin nochmal 2020 zur Inspektion da, wie stark hat sich dieser Riss denn geändert und kann mir diese Perspektive speichern als Baudokumentation oder als Inspektionsflug und kann dann einen Monat später oder ein Jahr später die gleiche Mission nochmal abfliegen lassen. Ja, ich hoffe, es hat einen guten Einblick gegeben in die Einstellmöglichkeiten von der Crown Station Pro App. Sehr leistungsfähige App, aber natürlich, wenn man das erste Mal hat, erstmal kompliziert. So wie alles im Leben, wenn man es 5-mal gemacht hat, ist auf einmal viel entspannter, viel einfacher. Wenn man da tiefergehende Hilfe braucht oder eben sagt, hier, das ist super, aber gibt es noch Apps für andere Anwendungen oder könnt ihr mir im Bereich Vermessungs-Apps oder Ähnlichem helfen, bin ich und auch meine Trainer sind da ständig zur Verfügung. Und wir machen ohne Ende individuelle Schulungen. Das heißt, da uns einfach eine E-Mail schreiben, durchrufen oder Ähnliches. Dann helfen wir weiter, können ein Schulungskonzept erstellen. Wir haben auch viele Standardschulungen, die wir an unseren 10, 12 Standorten in Deutschland anbieten, wo man einfach hinkommen kann. Kenntnisnachweis, also Drohnenführerschein etc. Sonst bei individuellen Themen gerne fragen. Das machen wir eben sehr, sehr viel, auch wenn wir es online gar nicht als Standardschulung bewerben. Ja, vielen Dank soweit und viel Erfolg mit der Crown Station Pro App.